Heutzutage wird man ja mehr denn je mit Werbemaßnahmen überflutet und man weiß nicht so recht, welche ist denn die richtige, um erfolgreich zu sein. Heute spielt da, genau da spielt die neue Werbeform eine große Rolle, und zwar virales Marketing und Special Storytelling tritt immer mehr in den Vordergrund der Medien, und die Werbestory muss einzigartig sein, damit sie nicht in der Menge untergeht. Unser erster Gast heute ist Berater und Campaign Director bei der Butter GmbH und war schon für mehr als 10 Wahlkampagnen auf Bundes- und Landesebene tätig. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Florian Krumrey. Hallo. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für die netten einleitenden Worte. Genau, ich fühle mich geehrt, weil ich das Medienforum mit meinem ersten Vortrag eröffnen darf und gleich mit so einem vermeintlichen Special Interest Thema wie Wahlkampf und eben Storytelling. Ich freue mich, dass das hier das richtige Auditorium auch bekommt, und über nichts weniger als über das Mecker der Kommunikation will ich heute reden und dann später in der Diskussion auch gerne gemeinsam. Wahlkampf und Storytelling gehören unmittelbar zusammen. Da will ich Ihnen einen gewissen Einblick geben und dann auch anhand eines Beispiels, das wir bei Butter vor schon mittlerweile 3 Jahren, aber was ein sehr gutes Beispiel ist, um Ihnen und euch das zu vermitteln. Werfen wir mal einen Blick auf den Wahlkampf im Allgemeinen. Wenn wir über Wahlkampf reden, dann ist es, wenn wir an eine Bundestagswahl denken, die beispielsweise ja letztes Jahr stattgefunden hat, dann stehen in Deutschland zu einer Bundestagswahl etwa 45 Millionen Menschen an einem Sonntag morgens auf, werden sich im Laufe des Tages in einer Grundschule, einem Kfz-Meldeamt oder der kleinen Kita Idefix einfinden und ihre Stimme abzugeben. Das heißt, 45 Millionen Menschen machen zwischen 9 und 18 Uhr alle das Gleiche, ihr Kreuz. Das sind Alte, Junge, Kluge, Doofe, Reiche, Arme, Schöne, Hässliche. Jeder oder jede von ihnen hat eine Stimme, und jede Stimme zählt exakt einmal. Daher ist ihre Zielgruppe nicht mehr und nicht weniger als das Volk. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der Wahlkampf zu einem Mecker der Kommunikation macht, weil ich immer mit allen rede. Weil letztlich will ich von allen die Stimmen haben. Wenn keiner dieser 45 Millionen Menschen, an die wir jetzt denken bei einer Wahlbeteiligung, geht in das Wahllokal, ohne dass sie vorher ein oder mehrere oder Dutzende Dialoge geführt haben. Das heißt, wir sind mittendrin in der größtmöglichen Dialogveranstaltung, die die Republik zu bieten hat. Und alle und wirklich auch alle Kanäle werden bedient. Und jeder einzelne Kanal kann in so einem Wahlkampf zum Verhängnis werden. Schauen wir uns das mal kurz an. Da habe ich zum einen die Spitzenkandidatenpositionierung. Das heißt, mein Spitzenkandidat, der am Wahlkampf voransteht, der muss natürlich positioniert werden. Das funktioniert über Agenda-Setting, klassische PR. Und dann habe ich Print, Plakat, Social-Media-Campaigning, Online-Werbemittel, Dialog, Mailing, Events und natürlich das Medienecho. Und das alles verbindet sich wieder zusammen. Das heißt, so eine Wahlkampagne ist alles auf einmal. Also ich bediene die ganze Klaviatur der möglichen Werbemittel und Kommunikationsmaßnahmen, die die Kommunikation zu bieten hat. Denn eine Kampagne hat die Aufgabe, ihre Botschaft so weit wie möglich zu kontrollieren. Vom Absender bis zum Empfänger. Das heißt, ich will, dass jeder alles versteht, was ich sagen will, und das auch richtig ankommt. Und die Kampagne will, dass möglichst viele von diesen 45 Millionen Menschen ihr Kreuz bei einem Kandidaten machen und nicht einfach irgendwo, also bei unserem Kandidaten. Und das nicht alleine, im Gegenteil. Wir bewerben kein Produkt, was ja schon häufig schwierig genug ist. Wir bewerben Ideen, Menschen, Visionen, Überzeugungen, Konflikte und Träume. Das heißt, an dieser Stelle ist es ein bisschen anders als reine Attribute, die ein Produkt beispielsweise hat. Und das Schöne ist, wir kommen im Wunder namens Demokratie an dieser Stelle, wir kommen im Hochamt der Kommunikation, wir kommen im Wahlkampf. Damit eine Wahlkampagne erfolgreich ist, also damit der Kandidat gewählt wird oder die Kampagne gut funktioniert und ich das meiste raushole, um eine erfolgreiche Kampagne zu machen, gibt es 4 Parameter, die ich erfüllen muss. Das eine ist die Integration. Also ich muss mit der Kampagne, wenn ich mit den Menschen rede, die unterschiedlichen Menschen erreichen und vereinen. Das heißt, idealerweise versammeln die sich alle hinter meiner Kampagnenbotschaft und finden das toll und tragen die Kampagne so ins Ziel, sodass sie auf einen orchestrierten Tag, nämlich den Wahltag, letztlich ihr Kreuz machen. Was auch ganz wichtig ist, ich muss eine Vision haben. Ich muss den Weg vorgeben. Das heißt, Parteimitglieder müssen erahnen, wofür, oder wissen, wofür sie hier arbeiten.
Und gleich müssen die Menschen das Gefühl haben, es geht voran. Was auch wichtig ist, ist Konfrontation, nämlich Abgrenzung vom politischen Gegner. Weil die schönste Kampagne nützt mir nichts, wenn den Leuten nicht klar wird, warum sie nur mich und nicht den anderen wählen müssen. Das ist sehr zentral. Und letztlich muss ich Motivation erzeugen. Das heißt, die Kampagne muss sich selber tragen oder sollte sich selber tragen und Momentum generieren, sodass ich am Ende einen erfolgreichen Wahlkampf gestalten kann. Und um all diese Parameter und die Kanäle erfolgreich zu bedienen, braucht es eine Geschichte, die das alles klammert. Und das ist der Punkt, wo im Wahlkampf Storytelling ins Spiel kommt. Denn bei Storytelling ist es so, dass komplexe Botschaften einfacher dargestellt werden können. Also eine Geschichte, die etwas erzählt, vermittelt eine Botschaft, ohne dass sie ganz klar und komplex ein Attribut vermittelt. Das heißt, es wird eine Geschichte erzählt und die Leute erfahren so auch die Botschaft. Eine gute Geschichte bleibt hängen, das weiß jeder. Ein guter Witz, der eine gute Geschichte ist, den erzähle ich weiter und den behalte ich, während ich eine nicht so gute Geschichte eben nicht weiter erzähle. Und das ist nämlich der zweite Punkt, dass eine gute Geschichte sich auch weiter verbreitet. Das ist der Punkt, wo ich Momentum im Wahlkampf erzeugen kann. Und ganz zentral ist, dass eine gute Geschichte Emotionen vermittelt. Denn wenn ich mit meiner Botschaft keinen emotionalen Zugang zu meiner Zielgruppe erhalte, dann ist die Botschaft so sexy wie eine Excel-Tabelle und dann ist das alles rausgeschmissenes Geld. Das alles findet in einem zutiefst feindlichen Umfeld statt, denn alle anderen wollen auch an den Kuchen, nämlich die Wähler. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was das bedeutet, nämlich ein Wahlkampf, den wir vor 3 Jahren gemacht haben für die SPD Berlin. Ich werde anhand des Wahlkampfs auch ein bisschen ausführen, wie es quasi zu dieser Geschichtenentwicklung gekommen ist. Ich denke, das interessiert Sie auch. Und über wie die Geschichte über die unterschiedlichen Kanäle gespielt wurde. Und also wir sind Berlin 2011, das war die letzte Wahl von Klaus Wowereit. Er tritt ja jetzt einigen Wochen offiziell zurück. Dann wird sein Nachfolger ins Amt gewählt und wir haben in nächstes Jahr schon wieder die nächste Wahl in Hamburg. Aber es sah früher, das heißt, das war zur Bundestagswahl 2009, das war 2 Jahre vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus, erzielte die SPD in Berlin Ergebnis von 20,2%. Das war das miserabelste Ergebnis, was sie in ihrer Geschichte seit 1946 erzielt haben und tatsächlich an dritter Stelle. Das heißt, die Regierungspartei hat damals einfach ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren, lag hinter CDU und Linke zurück. Und die SPD war zu dem Zeitpunkt sehr verunsichert, die Stimmung war nicht so gut. Und das war der Punkt, wo wir dann etwa ein Jahr später, das war dann 2 Jahre vor der Wahl, an Bord gekommen sind. Da sah die Stimmung so aus, Klaus Wowereit ist damals gegen Renate Künast angetreten. Und Renate Künast wehnte sich schon im Roten Rathaus in Berlin, weil sie auch gerade angesprochenes Momentum schon hatte, dass die Leute bei Klaus Wowereit so eine gewisse Amtsmüdigkeit meinten, festgestellt zu haben. Und zusammen mit den relativ mageren Ergebnissen oder Werten der SPD zum damaligen Zeitpunkt hatte Klaus Wowereit auch persönlich relativ schwache Werte. Man sieht das hier 43 zu 37, das ist für einen Amtsinhaber zu dem Zeitpunkt schon relativ schwach. Auch die Partei, denn letztlich wählen wir ja keine Menschen, auch wenn Wahlkampagnen auch immer natürlich vor allem Kampagnen für und über Menschen sind, waren aber auch die Parteiwerte relativ schwach. Die Grünen mit 30% damals etwa ein Jahr vor der Wahl und die SPD bei 22. Das heißt, es war im Grunde trotzdem ein Spiel zwischen der SPD und den Grünen. Jetzt ist das quasi die Situation, wo man als Agentur gefragt wird, wie kommen wir denn jetzt aus dieser Talsohle heraus und wie können wir unsere Kampagne gestalten, damit wir letztlich doch erfolgreich sind und natürlich das Rote Rathaus verteidigen. Was wir in solchen Situationen gerne machen, ist tatsächlich Marktforschung und neben quantitativer Marktforschung spielt hier qualitative Marktforschung auch eine wichtige Rolle. Und wir haben damals Fokusgruppen befragt, das heißt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Fokusgruppen, da sitzen 8 Leute an einem Tisch, werden nach einem vorher definierten Fragebogen befragt und man sitzt hinter einer Glasscheibe und trinkt
Bier und isst Häppchen und guckt den Leuten dabei zu, wie sie die Themen diskutieren, die man ihm mit auf den Weg gegeben hat. Wir haben damals den Fokusgruppen nicht gesagt, dass es um die SPD und Klaus Wowereit geht, sondern einfach ganz normal nach ihrem Berlin-Gefühl gefragt, wie sie sich in der Stadt wohlfühlen, sind dann auch auf Klaus Wowereit zu sprechen gekommen, aber auch auf Renate Künast. Das heißt, die Leute hatten keinen Verdacht, für den das war. Irgendwann meinte mal jemand, sitzt Renate Künast hinter dem Spiegel? Das war nicht der Fall, da saßen wir von der SPD, aber es war einfach keine Stimmung, wo die Leute programmiert waren, dass sie jetzt im Sinne der SPD antworten. Jedenfalls in diesen Fokusgruppen haben sich zentrale Erkenntnisse für uns ergeben, die dann letztlich auch zu der Story geführt haben, die wir im weiteren Verlauf entwickelt haben. Denn die Fokusgruppen ergeben, dass die Berliner ihre Stadt lieben. Das klingt erstmal wie eine banale Aussage, weil irgendwie merkt man das ja immer schon, wenn man in Berlin unterwegs ist oder das auch hört. Aber es war wichtig, das tatsächlich auch von den Wählern nochmal zu hören, dass die sich das auch mal vergewissern und dass das da ist. Man gab so Aussagen, es ist auch etwas Besonderes, dass man in der Hauptstadt lebt. Jeder kann sein, wie er will. Man sagt schon gerne, dass man in Berlin lebt, dann sind alle begeistert. Berlin ist zum Glück auch bezahlbar. Das Multikulturelle habe ich so noch in keiner anderen Stadt erlebt. Solche und ähnliche Aussagen kamen ganz viel, also so ein Stolz auf Berlin, so ein, auch ein Gefühl, was man schon alles zusammen erreicht hat seit dem Mauerfall. Und im weiteren Verlauf der Fokusgruppe ist man dann auch auf Klaus Wowereit zu sprechen gekommen und der hatte tatsächlich, ja, was wir eben auch gesehen haben, relativ schlechte Umfragewerte. Aber die Leute haben ganz zentrale Sachen ihm zugeschrieben und das auch mit einer positiven Konnotation. Nämlich, er verkörpert vieles, was Berlin attraktiv macht. Er hat die Berliner Schnauze, er ist mit den unterschiedlichen Lebenswelten vertraut. Sein großer Verdienst ist es, Berlin in ruhige Fahrwasser gebracht zu haben. Das war ein ganz wichtiger Satz. Er ist eine Berliner Galionsfigur. Er tut ja was für den Bürger. Diese Lockerheit passt natürlich zu Berlin. Nach Analyse dieser ganzen Aussagen und noch weiterer mehr war für uns klar, wir dürfen uns hier jetzt nicht im Klein-Klein des Themenalltags verlieren. Also es geht nicht darum zu sagen, wir wollen noch 2000 neue Lehrer einstellen und 400 Kitas eröffnen und 26.000 Kilometer neue Radwege bauen, sondern es ging einfach darum aufzuzeigen, welche Partei und welcher Kandidat wirklich zu dieser Stadt passt. Das war auch deswegen ein wichtiger Punkt, weil wir das Gefühl hatten, dass Renate Künast das nicht ist. Also Renate Künast, alles was die Leute gesagt haben, was sie mit Berlin verbinden und was sie auch Klaus Wowereit positiv zuschreiben, wie er die Stadt zum Positiven gewandelt hat, war unser Eindruck, dass Renate Künast das nicht leisten kann. Zumindest nicht in ihrer Kampagne und in ihrer Kommunikation. Deshalb war uns klar, dass es um folgenden Punkt geht und das ist letztlich auch die Story des gesamten Wahlkampfs, ganz hart verdichtet auf zwei Worte, nämlich Berlin verstehen. Berlin verstehen war die große Klammer des gesamten Wahlkampfs und es ist tatsächlich auch eine Story. Komme ich gleich noch drauf. Es ist nämlich so, dass wir dieses Berlin verstehen über alle Kanäle gespielt haben. Das war die Story von Klaus Wowereit, weil Klaus Wowereit ist der Berlin-Versteher. Das hat man sofort gemerkt, als wir die mit den Leuten gesprochen hatten, aber auch Klaus Wowereit hat dieses Berlin verstehen selber total und sofort angenommen. Das heißt, es hatte auf der einen Seite Relevanz für die Bürger, aber eben auch persönliche Relevanz für Klaus Wowereit und das ist ganz zentral bei einem Storytelling in der politischen Kommunikation, beziehungsweise vor allem im Wahlkampf, dass der Protagonist, der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin, dass die Geschichte auch tatsächlich lebt, weil es ist unmittelbar erfahrbar für jeden Bürger, für jeden Wähler, wenn jemand eine aufoktroyierte Geschichte lebt, sondern es muss authentisch sein. So habe eben auch die Story der Berliner SPD aus der Geschichte, konnte man das auch sauber ableiten. Und eben war es auch die Geschichte, die die Berliner brauchten, dass jemand sie und ihr Leben in aller Unterschiedlichkeit kennt und versteht und das eben ganz authentisch. Jetzt war aber natürlich diese Aufgabe, dass wir diesen Gedanken gefasst haben, Berlin verstehen, der muss natürlich auch noch in Kommunikation umgesetzt werden. Und so ein Wahlkampf ist nach wie vor ein relativ plakatgetriebenes Medium. Das heißt, die Leute merken erst, dass Wahlkampf ist, wenn am Ende die Großflächenplakate standen. Das werden Sie hier in Sachsen auch noch erlebt haben, weil das wirklich Wahlkampf ist, merkt man, wenn die Großflächen irgendwie am Straßenrand stehen. Wir haben dann geguckt, wie können wir Geschichten erzählen, die Berlin verstehen, leben, also wie können wir dieses Berlin-Verstehen-Gefühl in Bilder einfangen. Und das habe ich jetzt mal drei Beispiele gemacht, nur die Bilder. Der Vater mit seinem Kind am
Görlitzer Park war es, glaube ich, in Kreuzberg, da wo die ganzen Junkies gerade rumhängen, mit seinem Kind auf 7:30 mit dem Handy. Das ist so sehr Kreuzberg-mäßig, aber doch auch ein Berlin-Gefühl, was sich da vermittelt. Ein bisschen schlodderig, aber am Ende irgendwie alles cool und alles schön. Zweites Bild ist das. Zwei Freundinnen, die eine mit Kopftuch, die andere ohne Kopftuch. Das ist im Grunde ein Thema, was Integration sagt, ohne dass man schon irgendwas draufschreiben muss. Oder eben auch ein Motiv in einer Kita mit Klaus Wowereit, wo die Kinder ihn überfallen und in Besitz nehmen. Das sagt schon ganz viel mehr, als wenn ich große Claims, große Sätze draufschreibe und versuche noch zu erklären, von wegen, uns sind Kitas wichtig, uns ist frühkindliche Bildung wichtig, uns ist gebührenfreie Bildung wichtig. Im Grunde kann so ein Bild sowas schon ganz viel vermitteln und das ist letztlich auch die Geschichte von Berlin Verstehen. Denn daraus wurde dann im Zusammenspiel die Kampagne. Das waren die ersten Großflächenplakate, die ich gleich sehen werde. Das war dann 6 Wochen vor der Wahl. Und da stand nicht mehr drauf, außer Berlin Verstehen, SPD. Und dann gab es 4 Motive, der Vater mit dem Kind, die beiden medienschaffenden Damen in einem Verlag, eine Werbeagentur, man weiß es nicht, es ist auch gar nicht so wichtig, dass das so spezifisch ist, aber gerade der Bereich Kreativwirtschaft ist in Berlin auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, insofern ist das ein Thema, was da auch noch abholt. Und die Leute, die sich darin, die in diesem Umfeld leben, erkennen das und finden sich wieder und fühlen sich dadurch ja auch verstanden und sehen eben, okay, SPD, Berlin Verstehen, das passt. Das Bild mit den beiden Freundinnen oder der selbstständige Handwerker um die Ecke, ob er nun ein Möbel baut oder das Fahrrad repariert, auch ein bisschen schnoddriger im Berlin-Style. Es war der Zeitpunkt, die erste Großflächenplakatwelle stand an und die Presse war enttäuscht. SPD startet Wahlkampf ohne Wowereit. Man hat auch gelesen, wir wollen Wowereit verstecken. Das war natürlich nicht der Fall. Aber das ist quasi jetzt auch nochmal das zentrale Element, dass die Presse auch immer eine große Rolle spielt bei Wahlkämpfen und auch wichtig ist für die Rezeption, wie eine Story aufgenommen wird und transportiert wird. Weil ganz viel Deutungshoheit kommt da über das Medienecho. Dann die zweite Plakatwelle, die hängen dann immer so 2 Wochen. So ein Wahlkampf mit den Plakaten dauert 6 Wochen. Die zweite Wahlkampfwelle, da haben wir dann Klaus Wowereit reingeholt, eben mit dieser Dame. Das ist ein echtes Bild. Die Dame kommt aus Spandau, das war ein Bezirksbesuch in Spandau. Und es ist quasi als sehr hochwertiger, aber als Schnappschuss entstanden. Und in diesem Bild wird ja auch eine so echte und zarte Bürgernähe dargestellt, die man sich mit Renate Künast an der Stelle gar nicht vorstellen könnte. Da würde die Dame sicher nicht so zutraulich und glücklich gucken und von Renate Künast hat man so ein Lächeln auch noch nicht gesehen. Wurde dann auch noch weiter transportiert in das sogenannte Entscheidermotiv, das heißt Klaus Wowereit sehr entschieden an einem Tisch, um wichtige Entscheidungen zu treffen oder eben das Kita-Motiv. Oder eben auch ein wichtiges Motiv, weil das erlebt man, wenn man mit Klaus Wowereit durch die Straßen geht, der wird halt ständig von Massen von Leuten überfallen und die wollen ein Foto mit ihm haben. Sowas ist dann eben auch Berlin Verstehen und hier mit jungen Leuten. Die Kampagne hat dann ihren Abschluss gefunden, bevor ich noch ein bisschen weiter auf das Medienecho eingehe. In dem Schlussplakat, da haben wir gar nichts mehr drauf geschrieben. Nur noch Klaus Wowereit für sich. Damals war die Kampagne schon über 4 Wochen on air und dieser Gedanke von Berlin Verstehen hatte sich schon so transportiert und manifestiert auf Klaus Wowereit, dass man im Grunde am Ende in der Zuspitzung gar nichts mehr brauchte, weil alles so vorprogrammiert war, dass es so verdichtet war und Klaus Wowereit im Grunde der Berlin-Versteher war. Wir haben die Kampagne immer begleitet von Pressekonferenzen, die jeweiligen Kampagnen vorgestellt haben. Hier unten links sieht man noch die Themenplakate, beispielsweise Kreuzberg und Touristen Berlin verstehen. Das ist so eine thematische Unterstützung der Hauptkampagne gewesen. Wichtig ist an der Stelle, weil die Grünen beispielsweise zu dem Zeitpunkt gesagt haben, Touristen raus aus Kreuzberg, was für die Grünen tatsächlich eine interessante Position war. Die SPD hat sich da als Berlin-Versteher richtigerweise positioniert und gesagt, Kreuzberg und Touristen, das gehört zusammen. In so einem Wahlkampf
Es ist ganz oft, dass wenn die Plakatwelle startet, gibt es ganz viel Kommentierung. Das ist so ein kleiner Ausriss daraus. Was aber noch wichtiger ist, diese Kommentierung hat nämlich dieses Momentum entwickelt. Und die Leute haben das verstanden, diese Geschichte, die wir erzählen, dass Klaus Wowereit und die SPD eben der Berlin-Versteher ist. Und das im Gegenteil zu der politischen Konkurrenz, nämlich vor allem den Grünen, aber auch der CDU. Und das gipfelte dann beispielsweise in dieser Artikel: Wowereit steht für Großstadtflair, der Versteher gegen die Generalin, Bürgermeister Klaus Wowereit, der Berlin-Versteher. Und das ist auch Klaus so: Wowereit versteht Berlin nicht nur, nein, er ist es. Und wenn man merkt, dass quasi die Presse die eigenen Botschaften schon aufgreift und das eigene Wording verwendet, dann sieht man, dass die Kampagne funktioniert und dass dieses Storytelling im Sinne von Berlin verstehen hier funktioniert. Ich habe in einem Interview vor dem Medienforum zu einer Interviewfrage gesagt, warum man ein Panel besuchen sollte. Und da habe ich gesagt, weil eine erfolgreiche Wahlkampagne die Mutter allen viralen Marketings ist. Und das ist natürlich eine steile These, aber es in der Interpretation manifestiert es sich in sowas. Das ist nämlich so, es geht mir bei einem viralen Marketing in der politischen Kommunikation nicht darum, dass das irgendwie 2 Millionen Leute auf YouTube sich anklicken oder es 400 Mal geteilt wird, irgendein Werbemittel, was ich habe. Das ist natürlich schön und das macht auch Spaß, aber letztlich ist das Virale an so einer Werbekampagne, dass wenn unsere Kampagnenbotschaft über weitere Kanäle, über Dritte, nämlich über PR, aufgegriffen und transportiert wird. Und das hat 2 Seiten. Das hat zum einen die Seite, die die Kampagne auf Seiten der SPD, was unsere Kampagne auf Seiten der SPD mit der Presse gemacht hat. Aber noch viel einschneidender war das für Renate Künast, die parallel, das ist nicht alles dann unsere Arbeit gewesen. Sie hat auch selber noch sich als das Gegenteil der Berlin-Versteherin positioniert. Insofern hat es das noch beschleunigt. Sie hat dann so harte Headlines wie Renate aus dem Gruselkabinett geerntet oder Frau Künast, der kleine grüne Kaktus. Frau Künast kommt bei Frauen nicht an, im Singflug, es geht um alles. Renate Künast muss kämpfen, verbissen und verdammt. Und letztlich etwa 4 Wochen vor der Wahl, das heißt, dieses Berlin-Verstehen war schon etabliert, gab es einen Zeitartikel, und das ist gerade für so klassische Grünen-Klientel in Berlin ja auch ein wichtiges Medium, fremd in der eigenen Stadt, ausgerechnet Berlin, wie die grüne Spitzenkandidatin Renate Künast den Höhenflug ihrer Partei stoppt. Das heißt, sie wurde da zum Antibild von Berlin verstehen positioniert. Wir haben dann, also das war im Grunde so dieser Kern des viralen Marketings an der Stelle. Wir haben die Kampagne über ganz unterschiedliche Werbemittel noch verbreitet. Es gab Broschüren, die die Geschichte Berlin verstehen, erzählt haben, ein Tag in Berlin. Wir hatten eine Kampagnenwebseite, wo sich Leute auch noch einbringen konnten. Das heißt, diese Themenplakate, was Kreuzberg und Touristen, Kotti und Kudamm, Currywurst und Döner Berlin verstehen, da konnten Leute ihre eigenen Themenplakate machen und sich so in diesem Berlin verstehen Duktus auch noch weiter einbringen und das weiter transportieren. Es gab auch noch einen Film, der ist ein 4-Minüter, den der hätte jetzt das gesprengt, aber der hat auch dieses Berlin-Verstehen-Gefühl nochmal transportiert. Dazu und ganz wichtig, weil das ist dann auch nicht nur Arbeit der ausführenden Werbeagentur, muss natürlich der Kandidat das auch alles leben und mitspielen. Und das hat Klaus Wowereit in ganz hervorragender Weise gemacht und geschafft, nämlich auch mit seinen Kiez-Touren. Also es wurde dann eine Tour erfunden, Klaus Wowereit im Kiez, da hat er jeden Bezirk besucht, 13 sind das in Berlin. Und er war immer bei den Menschen, hat sehr glaubwürdig, sehr authentisch und eben auch pluspolitische Inhalte dieses Berlin-Verstehen-Gefühl vermittelt. Es gab Klaus Wowereit, der erste Wunsch im Wahlkampftermin war, dass er den Wovi-Bären haben wollte. Das ist so ein Lieblingswerbemittel von Klaus Wowereit. Das ist so ein kleiner Plüschbär, da haben wir dann, glaube, ein paar Tausend von gemacht. Und es gab immer irgendwie 1, 2 Mitarbeiter, die mit riesigen Tüten hinter ihm hergerannt sind, um ihn mit Wovi-Bären zu versorgen, die er dann in die Massen schmeißen konnte. Das alles führte wunderbar dazu, dass man 10 Tage vor der Wahl nach einem schwachen Start, also gucken, ob der Pointer hier geht. Ja, also das war das, was ich Ihnen zuletzt gezeigt habe. Das war etwa 1 Jahr vor der Wahl, standen wir bei 22%. Dann hatten wir schon eine Vorwahlkampagne gemacht, die in die Richtung ging. Und
die Grünen überholt. Dann ging es leider bergab, das war damals Fukushima, da war natürlich Grüne und Kernpolitik sehr en vogue, auch zu Recht. Da gingen die Grünen nochmal hoch und dann startete im Grunde schon die Kommunikation, die ihm letztlich dann in Berlin Verstehen mündete, was dazu führte, dass die Grünen und die CDU sowieso relativ abgeschlagen von der SPD waren. Dann, 10 Tage vor der Wahl, gab es auch diesen schönen Artikel, die Dominanz des Berlin-Verstehers, das heißt die persönlichen Werte von Klaus Wowereit im Vergleich zu Renate Künast mit 61 zu 17. Das ist schon ein fulminanter Unterschied zu den, was hatten wir vorhin, 43 zu 37, die Renate Künast geführt hat. Und das war tatsächlich der gesamten Geschichte zu verdanken, Berlin verstehen, die in unterschiedlichen Werbemitteln, unterschiedlichen Plakaten erzählt wurde. Letztlich führt es zu dem Ergebnis, 28,3% für die SPD, 17,6% für die Grünen und dann eben die große Koalition, die wir jetzt noch in Berlin haben und die jetzt gerade den Bürgermeister austauscht. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die gesamten Kampagnen oder ein Teil der Kampagnenwerbemittel, wo klar wird, dass eigentlich in jedem dieser Geschichten steckt Berlin verstehen drin, Kinder und Beruf Berlin verstehen, Mieter und Schutz Berlin verstehen, Kreuzberg und Touristen Berlin verstehen, Kotti und Kudamm Berlin verstehen und alles das, was der Bürgermeister noch selber kommuniziert hat, war diese Geschichte über alle Kanäle nach außen zu tragen und das ist ganz zentral für eine erfolgreiche Wahlkampagne, dass sie die Story konsequent nutzt, dass sie sie authentisch lebt und dass sie sie auch in jeder Phase weitererzählt. Und das war mein kurzer Einblick in eine Wahlkampagne und den Teil von Storytelling. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Komrey. Kommen Sie ruhig nochmal zu mir nach vorne. Sie haben ja für viele Wahlkampagnen gearbeitet und was ich mich fragen würde, wie ist es denn mit den Politikern zusammenzuarbeiten? Haben die wirklich ihre Krawatte so eng geschnürt oder sind das ganz umgängliche Menschen? Das sind sehr umgängliche Menschen. Ich habe ja auch viel mit Frauen zu tun, mit Spitzenpolitikerinnen und die haben gar keine Krawatte. Insofern besteht die Gefahr da gar nicht. Ach so, ja, gut, alles klar. Vielen Dank. Ja.